willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Gestern kam ja der neue Raid-Boss, der neue legendäre Raid-Boss in die 5er Raids, deswegen haben wir natürlich direkt ein Raid-Video dazu gemacht, wer endlich der neue 5er Raid-Boss wird nach dem Menteros, der ja am Dienstagabend verschwunden ist und jetzt immer noch da bleibt. Also ihr habt gesehen, das ist natürlich Quatsch, das war Quatsch, aber der Benny hatte recht, der wurde nochmal verlängert bis Ende des Monats, was ja anfangs nicht so war. Und viele haben gesagt, gut, Lugia kommt oder Kyurem kommt, hat BisaFanTV gesagt. Ist alles nicht so, Niantic hat uns wieder mal an der Nase rumgeführt. Jetzt haben wir aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche, beziehungsweise heute müsste ich sagen, die Enttäuschung der Woche oder ja, keine Ahnung, die Empörung der Woche, nennen wir es mal so. Aber jetzt geht's los. Angefangen hat die Woche beim Brain mit einem Shiny Alola Kokowai, natürlich aus dem Feldforschungsdurchbruch, nehme ich mal an, wer da noch keins hat. Die hatten ja damals auch eine erhöhte Shiny-Rate, glaube ich. Jetzt gibt's sie also momentan im Feldforschungsdurchbruch. Greift da also zu, macht eure Stempel jeden Tag. Dann der Bockwurst King mit einem Shiny Zickzacks. Endlich schreibt der Dennis Weigel hier mit einem Shiny Krypto Tarnel. Ich weiß nicht, ob er Krypto-Shinies sammelt oder ob er einfach froh ist, direkt ein Shiny Tarnel zu haben. Ich gehe mal davon aus, jeder spielt alle C-Days, aber es gibt natürlich Leute, die manche C-Days auch verpasst haben oder nicht spielen konnten. Und so ein Shiny Tarnel sieht einfach erste Sahne aus, muss man so sagen. Dann Tobias Weigel im Haus, ein Shiny Pikachu mit Blumenhut. Ihr seht, das ist ja eine Woche her noch, ne? Da waren die Dinge noch anders. Dann Lull, 100% Tobias. Und es gibt immer noch Leute, die zu Boris sagen, ich weiß nicht warum, das hat nichts mit Boris Becker zu tun, ein 100% zu Biris. Dann Dragonite auch hier mit einem Shiny Pikachu mit Blumenhut, läuft, schreibt er hier. Der Robby mit einem 100% Pichu, das kein Shiny, aber trotzdem Blumenkranz, nicht Hut, diese Unterschiede. Also kein Shiny, trotzdem 100% Pichu mit Kranz. Frank Behrendt 100% Evoli mit Kranz, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Robby hier, okay, Shiny Mushas. Robby mit einem 100% Magmar. Das könnt ihr auf jeden Fall zu Marc Brandt machen. Auch wenn Marc Brandt, ich weiß nicht, macht man mit Marc Brandt eigentlich was? Ich sehe kaum Marc Brandt irgendwo bei Raids oder in Arenen oder zum Kämpfen oder bei PvP. Denke ich also mal nicht. Hier ein schönes Bild, dass ihr wisst, wie man Dragon Ball und Pokémon Go vermischen kann, also beziehungsweise Pokémon und wie Ash zum Super Saiyajin wurde. Bockwurst King auch endlich mit einem Shiny Riolu, obwohl was heißt endlich, vielleicht hat er schon 10, vielleicht hat er auch 98 Stück. Dragonite hier noch einen schönen Spot eingesendet an einem Garagentor, ist ein Bild vom Krümelmonster. Das sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Tobias Weigel, nice, hat ja auch ein Shiny Riolu bekommen. Dennis Weigel immer noch mit einem 100% Rabauz, was ich auf jeden Fall so lassen würde. Außer ihr wollt unbedingt ein 100% Kikli Nocturne Capoeira erzwingen und hoffen, dass das rauskommt, was ihr möchtet. Würde ich aber nicht drauf wetten, gibt es bestimmt mal irgendwann ein Event. Aber Baby-Hunderter sind immer wertvoll, sag ich. Deswegen immer die Babys aufheben. Dann Dennis nochmal hier mit einem Shiny Mediti. Warum? Und gleich hinterher noch eins. Ihr seht, das hier hat... Nö, das sieht man gar nicht, wie viel das hat. Aber auf jeden Fall, vielleicht ist das auch das Gleiche. Ich sag nichts mehr dazu, genau. Ist bestimmt das Gleiche, aber er kriegt halt immer zu Shiny Meditis. Deswegen gerade eben auch beim Dragonite noch ein Shiny Riolu. Vorbelastet mit einem Picochilla außerhalb des Picochilla Quest Days. Nimmt man auch gerne mal mit, genau. Pokefreak Red, bestes Event, fast 500 Eier ausgebrütet. Hat hier ein Glücks-Shiny Bonera, ein Shiny-Chanera, ein Hase, ein Haspiror mit Kranz, Shiny, ein Lucario, Shiny, ein Togepi, Kranz, Shiny, ein Pichu-Kranz, Shiny. Der Rest müsste eigentlich noch von davor sein, glaube ich. Oder? Nee, Welsa ist ja vom Surströmming-Fisch, also der könnte auch noch im Event gewesen sein und das andere Glücks... Wieso ist eigentlich
alle alle Voneras, alle Shiny Voneras werden lucky bei ihm. So muss es auch mal gehen. Die zwei wären für mich schon wieder nutzlos. Die hätte ich schon wieder weggeschmissen und auf zwei neue gehofft. Aber man nimmt das natürlich so gerne mit, wenn man nicht der Ramses ist. Dann beim Dragonite auch noch. Zeigt uns auch hier, hat er da noch einen Obai bekommen, Shiny, hat einen Riolo bekommen, Shiny. Also sehr schöne Sache auf jeden Fall. Hier noch ein Shiny Mediti, was auch in der roten Arena sitzt. Bockwurst King auch mit dem Feldforschungsdurchbruch. Dragonite nochmal das Bild letzte Woche, was Schocker der Woche war, wenn das letzte Woche war, mit den drei gleichen Chanera auf drei verschiedenen Accounts, die alle drei Shiny waren, ist jetzt fast nochmal geglückt. Diesmal gab es auf zwei verschiedenen Accounts eben Shiny Owei, beide mit 765 und ihr seht hier wieder unterschiedliche Bonbons, unterschiedlichen Staub, dass das also nicht derselbe Account ist. Dann Dragonite, nochmal der rote 37er, wo das rote Mediti drauf war. Jetzt auch ein Shiny Vonera bekommen. Cassiopeia hat uns geschickt. Sorry, fand ich nur geil gerade. Jetzt wisst ihr also auch, wie der Schwanz an das Evoli kommt. Der wird nämlich einfach geplackt. Und dann ist alles gut und es freut sich auch, wie man sieht. Es guckt verdutzt auf jeden Fall. Das könnte das Thumbnail werden, aber vielleicht haben wir noch andere Sachen, die besser passen. Shiny Riolo, ach nee, verguckt. Also ist leider kein Shiny, aber ein 100% Togepi, das man ja nicht entwickeln kann. Deswegen viele die Nase davon voll haben. Dann noch Shiny Flamly beim Bobserob hinterher. Bockwurst King mit einem Shiny Pichu mit Kranz. Heike zeigt uns, richtiger Glückstag heute. Ein Lucky Galapafloss. Steht da der Drecksname? Galapafloss, genau. Shiny Roselia, Shiny Schlurp, das erste natürlich getradet. Kenny mit einem 100% Shiggy, nimmt man natürlich auch gerne mal mit. Vorbelastet, das letzte Chanera in der Quest noch Shiny gewesen. Also auch wunderbar. Andreas Apple hier, ne? Biala vom Main, sag ich nur. Shiny Shinux. Tobias Weigel mit einem Shiny Obai. Vorbelastet. Also ich weiß nicht, was gerade los ist. Shiny Weilmar. Dann gab es bei mir den Safari-Zonen-Tag. Da habe ich mal einen Relikant gefangen und gepostet und alles sind durchgedreht. Hey, wo sitzt das? Und sitzt das noch? Ist das noch da? Und kannst du mir das fangen? Und das war auf jeden Fall auch sehr genial, das so mitzumachen. Bockwurst King, er hat wieder zugeschlagen. 98er Anorit. Ihr wisst, ich nehme nur 98er vom Bockwurst King mit rein, weil das als Gag sich so durchgesetzt hat. Ansonsten sind sie eigentlich nur Shinies, 100er oder Lucky Shinies oder Lucky 100er Shinies oder wie auch immer. Dann vorbelastet noch Shiny Schneebedeck. Dragonite zeigt uns hier Shiny Vonera und ein, was will er mir damit eigentlich sagen? Pikachu mit Hut, aber kein Shiny, dafür aber ein Lucky dabei, also guckt euch das Shiny Vonera an, das ist alles gut. Vorbelastet hier 100% Ammonitas, der Tobi noch ein schönes Bild. Warum zur Hölle dachtest du, dass das eine gute Idee wäre? Man kennt die Szene ja aus Dumm und Dümmer, wo der an der Stange leckt und dann festfriert. Und das eben ein Aquana, was an einem Glaciola leckt und auch festfriert. Vielleicht wird das auch das Thumbnail, ich weiß es noch nicht. BisaFanTV und hier für Raid am Mittwoch habe ich gerade für den Dönermann aus Rostock ertauscht. 100% Lucky Ditto, das ist auf jeden Fall cool. Bockwurst King wieder 98er, Fantimimi, Frank Bären, Shiny Mushas mit goldener Beere, denn die können fliehen. Sagt nicht, hey, Shinies können nicht fliehen, das ist Quatsch. Legendäre Shinies, Shinies aus Raids, die können vielleicht nicht fliehen und sind im ersten Ball drin, aber wilde Shinies können definitiv fliehen, also geht da immer auf Nummer sicher. Sören, wenn man nachts nicht schlafen kann, auch noch Shiny Chanera mitgenommen, sogar ein 96er. Dr. Oppenheimer, mein erstes Shiny Visor, jetzt geht der Dreck los mit den ganzen Visors. Fischi, wenn man vom Teufel spricht, auch Shiny Visor, Gandalf Julius, Shiny Visor, Fischi, Partnerlook, nochmal Shiny Visor, Gandalf Julius mit einem 100% Visor. Ihr wisst ja, es war ja der Rauchtag, wo eigentlich müsste es der Visor-Tag gewesen sein, weil das war ja das Haupt-Pokémon. Kenny, schließe mich an, Shiny Visor, Gandalf Julius, schließe mich auch nochmal an, nochmal Shiny, Tobi, Shiny, vorbelastet Shiny Endivie und unten drunter, nee, wie Natururin, nee, einfach nur.
Bier-Benny mit dem Shiny Popanz, Deferes auch Wieser, Gandalf, Wieser, ich fange heute nur Wieser, Night Alex dann mit einem Shiny Ponita. Darauf hat der Dani ja, glaube ich, gehofft. Bei dem Rauchtag, als die Feuerstunde war, der Night Alex hat eins bekommen, zeigt uns, wie das aussieht. Sogar richtig gute WP mit 1022. Julius nochmal, noch eins. Bockwurst King nach 5 Stunden das erste. Bin begeistert. Ihr seht, andere haben schon 3. Er das erste hier. Vorbelastet, nochmal Shiny Visa. Und noch eins hinterher direkt. Bockwurst King, 100% Toxipet. Ist eigentlich auch nutzlos, glaube ich, oder? Macht man was damit? Weiß ich nicht. Rauch-Event hat sich gelohnt, auch beim Brain. Das sind mal der Brian und der Brain. Beim Brain hat sich's gelohnt. Shiny Ponita auf jeden Fall und Shiny Visa. Plus Shiny Schmerbe, das ist auf jeden Fall auch cool. Und er hat uns ja auch so einen Screen geschickt, beziehungsweise ich habe den ja einfach geklaut aus der Temeraner Gruppe. Ihr seht, wie dann einfach Sternstück, Rauch, Sternstück, Sternstück, Rauch, Rauch, Sternstück an ist, beziehungsweise nicht an ist, aber der ganze Bildschirm voll ist. Also was für eine Grafikfehler, Bug-Anzeige das schon wieder war. Hat man aber bei mehreren Leuten gesehen. Bei mir nicht, ich habe ja gar kein Sternstück angemacht. Sören hier mit dem Shiny Perlo noch, plus Shiny Visor, Bockwurst King, 98er, Mirapla, klare Sache, ne? Plus 100er Aerodactyl, knapp, ne? Aber drüber, aus Versehen. Hab gestern wenigstens auch noch 2 Stück abgegriffen, bei der Steff auch Shiny Visor und ein Shiny Onyx, was ja auch eigentlich eine erhöhte Shiny-Rate hat, aber so viele gar keinen Shiny Onyx bekommen haben. Dann noch eins aus dem 2-Kilometer-Ei, ein Shiny Blumenkranz Togepi, Bockwurst King mit einem Shiny Burmi. Das ist ja auch richtig nervig, da die ganzen Familien voll zu kriegen. Und ein Shiny Zickzacks bei der Steff noch hinterher. Plus, endlich habe ich auch ein Shiny Dratini. Gefa hier mit einem 100% Feliloo. Den habe ich übrigens schon 10 Jahre nicht mehr gesehen, wo der aufgeht. Kotbrot, Shiny Visor, Kotbrot, Shiny Kangama, getradet, wie er selber gesagt hat. Dann habe ich mal ein wildes Dratini gefunden, einfach so am, wo war es überhaupt, am Kanal, am Löwen, an der Arena, an der Brücke. Habe ich auch mal gepostet, ne, kann man immer mal mitnehmen mit der gelben Beere, Bonbons und so. Pogefreak Red zeigt uns hier auch, der hat einen Shiny Aerodactyl gebrütet und dann ein Shiny Riolu direkt hinterher. Also der ist nur gelaufen, hat gar nichts gefangen zwischendurch. Hat auf jeden Fall 2 Shinies nacheinander gebrütet. Und sein Lucario-Shiny hat auch immer ein paar Bonbons gefunden. Julchen zeigt uns ihre Ausbeute auf dem Safari-Account, Teil 1. Bei der ging es auch richtig gut ab. Pikachu, Anorith, Kanivanya, Hydrobi, Walmer, Hydrobi, Hydrobi, Quapsel, Kanivanya, Sepa, Pikachu, Wingull. Pikachu natürlich das krasseste an der ganzen Sache, aber sie hat so nebenbei auch noch vieles mitgenommen. Kanivanya sieht immer noch auch richtig genial aus. Hier der zweite Teil dann auch nochmal. Kanivanya, Hydrobi, Walmer, Tentara und natürlich das Lampi, was ja jeder haben wollte. Tentara auch sehr cooles Shiny. Lampi sieht nicht so krass aus, aber ist eben neu. Wollen die Leute haben und ihr seht, wie viel sie bekommen hat. Andere haben hier am der Noah oder so, hat glaube ich 33 Shinies bekommen am Safari-Tag. Ich habe gerade mal 4 oder 5 bekommen, dass es schon solche Unterschiede gibt. Ach, und der Rauch, genau den Rauchtag hat sie auch gespielt und hat einfach mal Rauch-Event auf dem Dritt-Account plus 5 auf dem anderen. Was macht man damit? Also, Rauchtag ging auch gut ab, wenn man auf jeden Fall Visa noch gebraucht hat. Dann hat sie noch ein 100% Riolu bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und ich glaube, mittlerweile, es wurde bestätigt, dass das 100er wirklich auf 2,7 kommt, ganz knapp. Dann hat sie noch was geschickt, gerade entdeckt. Eine Nachbarin hetzt Polizei auf Trainer, entschuldigt sich extra süß. Und wie? Mit einer Torte, die sie gebacken hat. Sorry, we call the cops on you. Das ist doch auch schön, da würde ich gerne die Polizei auf mich hetzen lassen, wenn ich dann so eine tolle Torte bekomme. Einfach nur für Ramses Kitchen, weil ich esse ja eigentlich keine Torte und kein Gebäck und Süßzeugs und alles. Bei mir müsste es einfach eine Pokémon-Lasagne sein, dann wäre es richtig genial. Dann ist er auch noch, heute ist die Julchen-Folge, wie ihr seht, dann ist er aufgestiegen noch mit ihrem Lavados, mit ihrem Krypto-Lavados zur besten Kumpel. Endlich hat jetzt hier auch einen WP-Boost dabei, ist jetzt bei 1133, ist ein 96er, ist voll, aber
immer lange verstehst. Was macht man damit? Erlösen? So lassen? Weil es ein 96er ist? Eigentlich hätte ich es erlöst. Ja, und hätte den 100er mitgenommen. Vielleicht will sie aber extra das Krypto so machen, aber das hat ja jetzt nicht viele WP. Obwohl, ich glaube, nee, der Bogen ist ja noch gar nicht voll. Der Bogen ist ja oben erstmal in der Mitte. Ich dachte, das ist jetzt voll oder zu wenig. Nee, das ist in der Mitte, genau. Sie kann es also noch hochziehen. Aber sie hat es erstmal zum Buddy, zum Best Buddy gemacht. Warum auch immer, was da dahinter steckt, das weiß nur sie selber. Vielleicht fand sie es einfach cool und wollte ihm einen Orden an die Brust stecken. Hannes hier auch mit einem Shiny Haspirohr mit Kranz. Hannes hier mit einem Shiny Pikachu mit Hut. Hannes hier mit einem Shiny Enton plus Shiny Lucario auf 2,485 gepusht. Mit Konda, Nahkampf und Aurasphäre habe ich von vielen ja gehört, dass Steigerungshieb eigentlich auch Dreck ist, aber Aurasphäre richtig gut wäre, eben gerade auch für Raids. Manche haben gesagt, für Raids ist das gut, andere haben gesagt, gerade für PvP ist Aurasphäre gut, also da scheiden sich auch wieder die Geister. Dann hat er hier noch 100% von Nera hinterherbekommen, dann hat er mir noch ein Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze getauscht. Das hat er ja im Stream. Am Montag, als wir gestreamt haben, hat er ja reingeschrieben. Dann ist nämlich der Hannes Schröder, ne? Er hat gesagt, Ramses, ich hab da noch eins für dich, ne? Komm, ich melde mich mal bei dir, mein Bruder, komm mal rüber hier. Und dann hat er nach dem Stream mir einfach das Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze getauscht. Richtiger Ehrenmann auf jeden Fall. Kuss geht auf jeden Fall auf deinen dicken Bart, Bruder. So muss es sein, gerade ergattert. Da war ich so froh. Also Grüße gehen raus an den guten Hannes. Dann Frank, auch hier guten Morgen. Das dritte ist gleich shiny gewesen. Illumise, ihr wisst ja, jetzt ist hier dieses Kumpel-Event am Laufen. Kenny mit einem 100er Illumise aus der Quest. Der Tobi mit einem shiny Barsch war zu Hause. Und da sitzt doch ein fetter Tiger bei ihm rum. Vorbelastet, shiny Vollbeat. Nebels, Shiny Alola Mauzi, Terrorziege mit dem Shiny Pandir, war ja verbuggt. Die Quest ist jetzt nicht mehr verbuggt, ist jetzt wieder normal, stabilized, wie auch immer. Ihr könnt jetzt also Shiny Pandir bekommen, aber das müsste die Form Nummer 8 sein. Und die Form Nummer 8 gab es vor knapp einem Jahr schon mal oder vor einem halben Jahr. Deswegen komische Sache. Normalerweise bringen die ja immer ein neues oder wenn sie eins bringen, was schon war, kann das shiny sein, aber dass sie eins bringen, was shiny sein kann und schon mal als shiny da war, ist, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber dann hat man den Monat wenigstens Ruhe und kann nächstes Mal wieder nachgucken. Dann Terrorzieger auch noch mit dem shiny, wohin genau, in der Spotlight-Stunde. Die Spotlight-Stunde übrigens, eine Stunde lang saß ich da und habe einfach nur Pokémon verschickt. Shiny habe ich nicht mehr gebraucht. Wohin genau? Was bringt es, 1000 Stück zu fangen und dann 10 Millionen Bonbons zu haben? Man kann sie auch nicht entwickeln. Ich habe also permanent versucht, Bonbons zu machen, Legendäre zu verschicken, anderes Zeug zu verschicken. Und da habe ich wirklich die ganze Stunde gebraucht. Ich hätte nebenbei vielleicht klickern lassen können, aber mir war das alles zu stressig. Und momentan sind ja immer noch die guten Geschäfte zu, wie der Kick. Ich hoffe, der macht morgen wieder auf. Und wenn meine Batterie leer ist, ist sie leer, dann bin ich aufgeschmissen. Also muss ich GoPlus-Batterien sparen. Dann Terrorzieger auch noch mit einem Shiny Vollbeat. Es läuft heute. Plus Panzer Aeron Shiny hinterher. Tölle hier. Pokémon sind nicht real, haben sie gesagt. Es ist nur ein Spiel, haben sie gesagt. Taubsi existiert nicht, haben sie gesagt. Und da seht ihr den Spatz auf der Hand, ne? Sieht auf jeden Fall richtig ähnlich aus. Gute Sache. Frank Bären auch hier Shiny Magnetilo. Julchen in der Spotlight-Stunde auch Shiny. Wohin genau? Der Sören hat uns ein Bild geschickt, wie es bei ihm so aussah, denke ich mal. Da saßen überall diese blauen, penisförmigen Pokémon rum, die so komisch aussehen, so knubbelig. Da Gro auch noch, das ist schon wieder ein bisschen älter, ne? Ihr seht, bis der Ramses mal dazu kommt, die ganzen Gespräche durchzugucken. Shiny Pikachu mit Blumenhut plus 96er Krypto Hundeborn, was er zu einem 100er erlösen kann, plus 100% Tansa, dann beim Thomas Speck ein 100% erlöstes Tarnel, ein Shiny Teddy Ursa, richtig genial und ich hoffe, wenn die richtige Safari-Zone in St. Louis irgendwann nachgeholt wird, dass da auch noch was geht. Ihr wisst, was ich meine, die Nase ist schon rot, guck, weil ich gerade drin rumgefummelt habe. Dennis Bass hier mit einem 96er Krypto Entei
Könnt ihr also erlösen oder er macht einfach einen Sticker dran und macht es zum Best Buddy. Nein, würde ich auf jeden Fall erlösen. 100% Entei, Wullehai, 0% Panflam, Yuri mit einem 91er Shiny Riolu, Shiny Pantimos, Shiny Pichu mit Blumenkranz. Jetzt, wenn man so lange und so viel redet, dann setzt das Hirn regelmäßig aus. Shiny Owei noch hinterher. Plus 100% Rabauz, das gleiche würde ich auf jeden Fall so lassen, würde ich so behalten, würde ich auf jeden Fall nicht entwickeln. Richtig gute Sache. Noch ein Shiny Pikachu mit Blumenhut. Benjamin Engel mit einem 100% Chanera. Aus der Quest, denke ich, müsste Level 15 sein, bei 20 ist der Bogen, glaube ich, noch ein Stück größer. Stefan Kretschmann hier mit, was ist denn das, 91? Auf jeden Fall mit Shiny Lucky Mewtwo als Buddy, Thomas Speck, Shiny Vollbeat, Thomas Speck, Shiny Illumise, der ist also fertig, hat auch eigentlich relativ gute IV. Dennis Weigel, allererstes Visor, Shiny, Barschwa, Shiny, wohin genau, Shiny, mein viertes Mediti, Shiny, Barschwa 100%, das alles vom Dennis, vom Tobias Weigel. Die stecken immer noch unter einer Decke. Meine Ausbeute, schreibt er hier. Shiny Merrill, Owei Riolu, Pikachu mit Mutastivor mit Kranz, Merrill, Chanera Flemli, Merrill. Alola Kokoboy aus dem Feldforschungsdurchbruch. Dann ein 0% Ponita, ein Shiny Visor, ein Shiny Visor. Da sieht man jetzt wenigstens, das sind unterschiedliche WP. Pokédex-Eintrag mit Shiny, das ist auf jeden Fall genial. Das erste Illumise, was er überhaupt fängt und auf dem Account hat. Und dann auch noch Shiny. Ich hätte trotzdem eine gelbe Beere genommen. Aber man kann es nicht entwickeln, braucht man keine Beeren eigentlich, also ist Quatsch. Dann Andreas Erdl nochmal, 100% Kabuto. Der Konstin, Ausbeute vom Rauch-Event, der hat einen Shiny Visor, einen Shiny Owei und ein 100% Hippopotas. Richtig genial. Leider sehr schlechte WP, aber das entwickelt man gerne mal. Zieht das hoch, so ein kräftiges Nilpferd braucht jeder in der Box. Und ihr seht, die ganzen coolen Sachen zum Upscreen sehen gut aus, sind cool. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Instagram-Upscreenern, die richtig kacke aussehen. Dann habt ihr vom Nino Moller, ich war der, der du grüßt hast mit Ramona. Könnte ich mit dir in Pokémon Go befreundet sein? Ich habe noch ein Shiny Pandimos. Hat hier oben ein Shiny Nidorino mit Partyhut. Wenn ich es groß mache, steht der Name wieder nicht da. Deswegen muss ich das aus dem Gespräch abscreenen. Hier beim Elz09. Ach, wie spricht man das immer aus? Krassen Namen. Kann doch nicht wahr sein. 3x96er, eins davon Max gepusht und jetzt wieder 2 96er direkt hintereinander getradet. Übrigens, alle Lucky wurden im normalen Tausch Lucky. Hab keinen einzigen Lucky Trader für ausgegeben. Und ihr seht schon, 2 96er sind oben und unten ist noch ein 96er gepushtes mit 3315. Richtig gute Sache, kann doch aber nicht wahr sein, aber 96 ist doch gut. Andere machen Lucky und kriegen gerade mal einen 84er, also mal nehme ich keine glücklichen rein, die nicht 100 haben. Aber wenn man dreimal dasselbe bekommt bei demselben Pokémon und so verzweifelt ist, habe ich das natürlich gerne noch mit reingenommen. Dado, auch mit einem Shiny Riolu, fragt noch, ist das selten? Und ich meine, war mal aber durch das Oster-Event leider etwas an Wert verloren. Findet ihr das auch? Schreibt es mal in die Kommentare oder sagt ihr immer noch, das ist extrem selten. Wenn ihr noch gar kein Shiny Riolu habt, schreibt es mal in die Kommentare, damit wir wissen, wer noch eins braucht. Minecraft. Da kann ich mal Minecraft schreiben. Minecraft 385 ist bestimmt beabsichtigt. Auch zwei Shiny Visa hier. Jack Exletten aus der Feldforschung. Gerade die Folge gesehen, vergiss das 100er Chanera. Die gibt es wohl gerade wie Sand am Meer. Aber gerade, weil er sich so gefreut hat und dann, ach nee, lieber doch nicht und das zurück. Gerade deswegen habe ich es noch mit reingenommen. Fand ich auf jeden Fall cool. 100% Chanera aus der Feldforschung beim Jack Exletten. Das waren jetzt aber die Highlights. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche, beziehungsweise die Enttäuschung der Woche.
Und die Enttäuschung der Woche und der Schocker der Woche und die Blamage der Woche kommt von Chaos Lady, Melanie Chaos Lady, beziehungsweise nicht von ihr, aber es wurde mir von jemandem geschickt, einfach nur, ich bin nicht in ihrer Gruppe, ich bin nicht auf ihrem Discord-Channel, ich bin nicht bei ihrem Telegram-Zeug, sie hat ja wirklich alles. Warum habe ich das eigentlich nicht? Weiß ich nicht, brauche ich nicht, sage ich immer, ist nur Stress. Auf jeden Fall, ich habe ja immer gesagt, sie macht ihr Ding, okay, ich finde das gut, dass sie so viele verschiedene Formate hat, dass sie da Herzblut reinlegt, sie wirkt manchmal aber unbeholfen, mir fehlt irgendwo was an ihrer Art, was Peppiges, was mich dazu bringen würde, sie wirklich aktiv zu verfolgen. Ich habe da jetzt nicht sinnlos gehatet, ich habe das nicht unnötig schlecht gemacht, ich habe normale Kritik geäußert und so weiter. BisaFanTV hat ja irgendwie richtig Probleme mit ihr, hat da ein Video gemacht, wo er sich ausgekotzt hat, dass er das dreist fand, dass sie da einfach Videomaterial von ihm genommen hat, obwohl sie ja eigentlich dazu gesagt hat, dass das halt von BisaFanTV ist. Sie wollte ihn verlinken, hat sie dann nicht gemacht. Vielleicht hatte sie ihn mal verlinkt, hat es dann wieder gelöscht, als sie sich gebieft haben. Er kommt nach 3 Jahren an und sagt, guck, die blockiert mich, von wegen, was vor 3 Jahren war und nach 3 Jahren, fand ich das Video von BisaFan in dem Moment etwas unnötig, habe sie da sogar noch etwas verteidigt, dass er übertreibt, aber dass sie das Video von ihm, wo er da geredet hat, dann in ihrer Gruppe da rumgepostet hat und die ganzen Leute im Prinzip so aufgebracht hat, angestichelt hat und genau diesen Satz, oben hier Sauerei und an das meine ich, ich habe einen Anwalt kontaktiert und auch Dani geschrieben, dass ich das jetzt prüfen lasse. Und das ist für mich die Enttäuschung der Woche, dass, weiß ich nicht, ich mag solche Menschen nicht, die wegen jedem Scheiß, wegen jedem bisschen, nur wegen einem YouTube-Video von einem Pokémon Go-YouTuber, der sie als Pokémon Go-YouTuber kritisiert, meinetwegen stark kritisiert oder halt was gesagt hat, was vielleicht nicht ganz so stimmt, keine Ahnung, oh, Rufschädigung, Rufmord, oh mein Gott, hin und her, aber auch dieses, ich habe meinen Anwalt, das klingt ja, als hätte sie sowieso immer einen an der Seite, aber nee, also diesen Move finde ich einfach nicht gut, kann ich nicht gutheißen. Da stößt es mir sauer auf, solche Leute, die halt immer so. Aber dann. Würde ich nicht machen, auf jeden Fall. Ich kenne es vom NR-Battle, wenn immer alle ankommen und drohen mit Anwalt, Anwalt hier, Anwalt da, Anwalt bla bla bla. Das ist so nervig, das ist so unnötig, das ist. Auf jeden Fall durch diesen Move, dass ich das mitgekriegt habe, hat sie von meiner Seite aus jeglichen Respekt verloren. Ich habe sie auch im Stream am Montag gelöscht von meiner Tab-Leiste, wo ich immer die einzelnen Pokémon Go-YouTuber mal durchgucke, was die so Neues haben. Habe ich ja trotzdem mir irgendwo immer noch ein bisschen eine Werbefläche geboten, da ich sie erwähnt habe, da ich trotzdem auf ihren Kanal geguckt habe, dass wir geschaut haben, ob es da was Neues gibt. Es gibt viele, die verfolgen sie natürlich, die gucken sie, das ist völlig okay. Ich schreibe auch keinem vor, was er gucken soll, aber für mich persönlich hat sie dadurch einfach verloren. Ich habe sie aus der Tab-Leiste rausgenommen. Ich verfolge sie jetzt gar nicht mehr. Ich werde auch nicht ab und zu mal reingucken. Ich distanziere mich jetzt davon, weil diesen Anwalt-Move finde ich einfach nur widerlich. Das ist einfach meine Meinung persönlich. Ihr könnt ja sagen, ihr hättet es genauso gemacht. Okay, aber ich finde, man sollte schon ein bisschen was abkönnen, wenn man so öffentlich dasteht. Dann soll man sich selber wehren. Oder sie hätte halt unter sein Video geschrieben, pass mal auf, sowas wirklich. Hätte eine Klarstellung einfach kurz gemacht, wenn sie da sagt, dass das alles Quatsch ist, aber dieses zum Anwalt rennen und jemanden kaputt machen wollen, jemanden die Existenz nehmen, ihr wisst ja alle, Dani ist auf seinen Kanal angewiesen, hat ja sonst nichts im Leben. Spaß. Nein, aber das ist für mich die Enttäuschung, der Schocker und alles zugleich. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder einen richtigen Schocker der Woche haben. Direkt aus Pokémon mit coolen Sachen. Wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch haben. Das war's von diesem Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi. 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 Ja, leg dich hin. Hilfe.